Aber wenn du die dann damit one-hittet, man meistens. Ja, und haben halt dann auch noch die Option, dass sie die Köpfe abschlagen von den Mobs. Ein Dagger, okay, alles klar. Egal aus welchem Material? Ja, müsste kein Problem sein. Also klar, ich glaube, mit Kobalt macht man es noch stärker. Oder man nimmt Papier und man haut extrem viel Quarz drauf. Ja. Dann ist alles one hit. So ziemlich. Hallo. Hallo. Dann baue ich mir mal einen Dagger, wa? Ne, ein Dagger. Ein Dagger. Das könnte gleich wieder anfangen zu laggen, ich bewege mich wieder. So, für den Dagger, da brauchen wir wahrscheinlich irgendwas, was wir noch nicht haben. Ach, der Tisch ist ja nicht hier. Na, sind wir müde? Nein. Nur im Gesicht. Oh mein Gott. Was würde das Fähchen jetzt sagen? Wo ist es? Oh, nein, ist egal. Digga. Das hast du mich schon gefragt. Digga, ist es egal, aus welchem verdammten Material hast du gesagt, ist egal, ne? Ja, Material ist halt, je besser das Material, umso besser ist der von Grund auf, aber wenn du genug Quarz halt drauf hast oder von Grund auf ist es erstmal ein nettes Teil. Kannst du gut mitarbeiten, glaube ich. Wo ist denn mein Fisch? Fischi da. Ja, wo sehe ich jetzt, was ich dafür brauche für einen Decker? Ja. Das ist der. Ach so, du brauchst dafür erstmal eine erweiterte Toolforge. Hm. Aha. Toolstation dann. Ja. Also ich glaube, ich sterbe jetzt hier drin gleich. Tool. Oh nein! Station. Gibt's nicht. Nee, es laggt bei mir jetzt mittlerweile auch so extrem, dass ich nichts mehr machen kann hier. Gas kommt da raus aus der Welt. Nur zwei sind zu viel in der Welt hier. So. Okay, ich geh zurück. Guck mal hier. Ja, vor allem, wenn ihr euch verteilt, dann ist das nicht gut. Das ist ein Sigil of the Green Grove, was ich hier habe. Jetzt rennt von mir weg, weißt du? Ich seh dich gar nicht. Oder wie, ihr rennt weg? Herr Voice! So, Voice. Du musst doch wo soll die wissen, dass du mit der redest? Ich bin hinterher hergelaufen. Ja, hat die hinten Augen oder was? Nein, aber sie stand gerade noch neben mir. Ich muss mich mal ein bisschen aufmachen hier. Was tust du? Nein, pass auf! Ja, ich lebe ja noch. So, wenn ich das jetzt hier in der Nähe aktiviere. Okay. Ist aus meinem Blutsystem. Eine Crafting Station oder eine Tool Station? Raus und lässt die Sachen schneller wachsen. Haben wir! Muss da ein paar Sachen für machen. Die Tool Station ist quasi die bessere Variante. Hier gehen zwei Steam-Dynamos nicht mehr. Crafting Table und ein Frame, okay. Wie arbeite ich damit? Und dann musst du die aber noch erweitern, warte mal kurz. Und zwar mit 4 oder 5 Blöcken. Also du brauchst davon die erweiterte Variante. Nein, ich rede jetzt nicht mit dir, Voice. Das ist wirklich arschverwirrend. Ja. Mehrere also Leute Tool und so, Station, ne? Aber was muss... Jetzt habe ich ein rotes Buch gekriegt. Oh. Ich glaube, auf eine Tool Forge. Auf eine... Ja, Toolforge. Wir haben auch schon eine Toolforge. Echt? Das Metallding, das große? Ja, Toolforge haben wir schon. Okay, na dann kannst du da drin gucken, was du für einen Dagger brauchst. Musst du ja gut, ja, die stand noch nicht bei uns rum, die stand einfach hier rum, okay. Ja. So, pass auf. Das Siegel habe ich dir jetzt gebaut, das kann ich dir eigentlich geben. Aber ja, du brauchst noch so einen Blood Orb und dafür musst du mal kurz mitkommen. Okay. Ach, das erkennt man doch immer so schwer, was das sein soll, ey. Ich drehe da jetzt mal am Rad. Dieser Stift, dann das kann man nicht erkennen. Es geht nicht. Wahrscheinlich brauchst du ein Knife Blade, ein Crossbar und ein Handle. Hat der Blade sowas? Gucken wir mal. Falsche Richtung. Runter? Mhm. Okay. Oh Gott! Es sieht böse aus. Es ist böse. So. Okay. 2, 3. Töte dich damit Knife nicht. Blade. 9. Jawohl. So. Benutzt das mal, also muss ich neben den Altar stellen und dann in irgendeine andere Richtung gucken. Und es so lange benutzen, bis du noch einen, also so, dass Knife du Blade den Altar nicht anklickst mit dem Schwert. Stirb dabei nicht, wenn es geht.
Hat es funktioniert? Ich habe beim gehört. Crossbar. Ne, es dauert noch ein bisschen. Wir brauchen 5000 Lebenspunkte da drin. So. BB, wo willst du die Seiten haben, die ich gefunden habe? Kann ich dir den wieder zurückgeben? In die, hast du dir schon mal einen Decker gemacht? In die Dings. Aber du hast die Sachen dafür. In. Ja, ich habe mir halt sehr, sehr viel gemacht. Nein, gib mir den Decker mal. Genau. Gut. Danke. Ich lasse sie auch alle da, ich benutze sie nur irgendwo, packe ich danach wieder da rein. Die Seiten kannst du übrigens oben in die, da hast du ein Archiv, so ein Archiv-Ding. Ist das Blut da mehr drin geworden? Filing-Kabinett. Ja. Oh Gott. Oh, es wird ja wirklich mehr. Ja, so. Okay, jetzt haben wir wie viele Lebenspunkte hier drin? 5600 reichen aus, so, dann packen wir einen Emerald da rein. Ich sehe nicht mal mehr meine Waypoints, ne? Es sieht gut aus. Jetzt brauche ich einen. Ein Händel, was für ein Händel? Was ist das für ein Händel? Gibt's da verschiedene? Wahrscheinlich eine Tool, eine Greater Tool Rod oder so. Ja, wo soll ich das denn erkennen? Oder das musst du halt aus den Pattern, musst du gucken, welches Pattern das ist. Das ist ein bisschen schwer, man muss es halt. Oh nein! Das war ein Fehler, ja. Ja, Stopp, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Wow! Wenn du es rausnimmst, machst du nämlich den gesamten Prozess. Ach, scheiße, ich hinfällig. Bin. Auf die Maus gekommen. Okay, dann gib mir auch. Wir müssen wieder auf 5000 kommen. So. Ja, scheiße. Ich glaube, ich gehe doch in die Hölle. Also, findest du da echt gar nichts? Ich finde keinen Blaze nicht einen. Wir haben ganze Spawner gefunden. Da. Bitteschön. Schön. Gegenseitig rumritzen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie viel haben wir jetzt hier drin? 6000 reicht. Aus, also wieder rein. Ich gehe jetzt ganz weit davon weg, nicht, dass ich mich schon wieder vertippe. Ja, du darfst halt nur nicht anklicken. Das dauert auch ein bisschen. Also ich kann jetzt hier mit dem Dings gucken, wie es langsam runtergeht. Jetzt zieht halt pro Tick nur so 50 Blut da raus. Vorhin hat es so lange gedauert, wie ich kurz AFK war, bis es fertig war. Das war schon witzig. So. Und wenn der dann fertig ist, also dann kriegst du so einen Stein hier. Mhm. Und mit dem passiert das gleiche wie mit dem Messer. Ich weiß nur, dass du jeweils 200 Punkte in dein auf dein eigenes Lebenskonto einzahlst quasi. Was hast du gesagt? Du nur das Short, ich weiß. Und so eins hier brauchst du auch noch, aber das kann ich dir später auch noch bauen. Okay. Weil, du kannst dich damit eigentlich nicht verletzen, wenn du hier das Ding weiter benutzt, weil sobald dein Blut leer ist, also sobald du das System leer gemacht hast, kriegst du so Nausea und dir wird schwummrig und so. Das heißt, du weißt dann eigentlich sofort Bescheid, dass du es ausmachen musst. Kannst du mal nehmen kurz? Hallo. Das dauert ein bisschen. Wenn du jetzt rechts klickst, aktivierst du es. Okay. Dann müsste dir eigentlich relativ schnell schwindelig werden. Noch nicht. Immer noch nicht. Ah, das ist fertig. Nee, immer noch nicht. Okay, deaktivier es mal nochmal. Das kann sein, weil du noch gar nicht in das System denkst. Hol dir, musst die leere Hand nehmen und das dir hier mal rausnehmen. Mhm. Gehen wir mal kurz nach oben. Mhm. Springt. Ja, ups. Raus. Hm? Und jetzt klick mal einmal mit dem Orb, also mit diesem komischen Stein. Autsch. 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 Ja, okay, reicht. Jetzt nimmst du das Sigil in die Hand. Genau, aktivierst es mal und wir gucken mal, ob hier irgendwas in der Gegend passiert. Weil eigentlich lässt er auch Gras wachsen und so. Bäume und Blumen und bla. Kannst ja mal damit einmal auf den Boden klicken einfach. Ach so, ich muss auf den Boden klicken damit. Nein. Das auf den Boden klicken ist quasi wie Bone Meal jetzt. Kostet dich nur 200 Lebenspunkte. So. Ich gebe dir das jetzt hier auch mal. Da kannst du nachgucken, also deaktivierst bitte, wenn es geht, immer das Grüne, weil ansonsten stirbst du einfach irgendwann und weißt nicht warum. Current Essence 1200 LP. Genau, und das ist quasi die Essenz, die du da reingeschmissen hast. Nein, ich glaub's nicht, ich habe welche gefunden. Sehr geil. Okay. Und wenn du das Grüne aktiviert hast, genau, dann. Warum steht da nicht, welches Handeln man braucht? Das ist doch scheiße. Okay, gut. Ah, jetzt wird's weniger. Sebi, wo soll ich denn wissen, welches Händel man braucht? Sekunde, ich komme mal zu dir rüber. Und damit kannst du jetzt einfach über die Felder gehen und immer in einem Umkreis von neun Feldern lässt er alles wachsen, was geht. Geil. Aber wie gesagt, bring dich nicht damit um. Okay. Ja, kannst du alles behalten, was da ist. Hat jemand irgendwie Stil im Inventar? Nein.
Oh, Stahl. So, nur noch eins im ME. Wo ist die Toolforge? Da bei Blaze steht hier rum. Kurz. Hm? Was du dafür brauchst. Ja, bitte. Dum, 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 hier links, dum, hinter bei der Smeltery. Ich meinte den Cleaver. Du hast meine Sache aufgehoben, da kann ich die bitte wieder haben. Ja, hier. Ich meinte trotzdem den Cleaver. Warum habe ich einen Dagger gebaut jetzt? Keine Ahnung. Aber das gilt ja auch. Also das ist eine normale Rod. Der Dagger ist aber nicht so stark wie der Cleaver. Aber der Cleaver braucht halt auch alleine für die oberen beiden Teile. Hallo, du brauchst dafür 16, 24. Ich glaube 28 Barren alleine dafür. Das ist ja ich sehe, wie ich spiele mit deinen Freunden. Creeper? Nitro Creeper. Oh. Wie viel Barren brauchst du dafür? Ich glaube 28. Platte braucht 8, die Tool Rods müssten 8 brauchen. Ja. Die Klinge, glaube ich, 4. Okay, ziemlich ein Decker, ist auch schön. Schön, hier, guck mal, aus Bronze. Bronze-Decker. Ja. Warte, ich. Was denn? Kannst du mich mal anhauen? Du bist noch nicht voll. Nö, das dauert auch ein kleiner Moment. Wie baue ich jetzt Toolforge? Weil ich habe ja noch so einen komischen Toolstation übrig. Mit Eisenblöcken, ne? Mhm. Eisen und Seared Brick Blöcke. Also das gleiche Material, woraus die hier ist. Haben wir davon noch was? Weißt du das zufällig? Nicht im Kopf, aber Seared Bricks kann man recht schnell herstellen. Ein bisschen jetzt voll. Ich glaube, das macht 6 Schaden, oder? Ja. Yep. Mach das. Und der ist halt extrem schnell, damit kannst du sehr schnell zuhauen. Ne, also mein hier ist schneller, mein. Ja, der Rapier ist ja auch extra dafür ausgelegt, noch schneller zu sein, aber der ist ja auch schwächer eigentlich. Außer du gradest ihn richtig ab. So, okay, also die ersten Blut-Magie-Sachen habe ich schon mal fertig. Yay! Juhu! Wie heißt die Bricks noch massiert, ne? C, ja. A, haben wir nicht. Dann musst du Sand, Gravel und Clay zusammenwerfen. Sand, Gravel und Clay. Sand. Bin ich dauerhaft dich am Opfern hier, oder? Ja, muss ich, wenn ich das benutze, diese komische Kugel, muss ich volle Energie haben? Weil wenn ich jetzt keine volle Energie habe, dann kriege ich irgendwie keine Punkte mit dem Ding. Kugel? Doch, die Kugel gibt immer Punkte. Ja, weil ich hau mich damit oder zieh mir Energie ab. Ja, Rechtsklick. Und du kriegst jeweils, und es werden jeweils 200 LP ins System geschickt. Nö, gar nicht. Dieses Kraut muss ich dann brennen, ne? Ah, weil du das... gib mir mal kurz... Ja, gib mir was mal kurz was soll ich dir geben? Das, was du in der Hand hast. Okay. Eben konnte ich damit meine Dingens... Das ist auf mich gemünzt. Oh. Komm mal mit. Oh, den ja. Weil du hast wahrscheinlich schon haufenweise im System. Oh. Aber wie kriegt man nochmal Steel hin? Man musste doch Iron einfach nochmal brennen, oder nicht? Weiß nicht, ob du hier einen Hochofen dafür brauchst. Aufs Pack an. Ich nehme auch mal den Dagger. Dann mach ich auch. Nö, dafür brauchen wir nur ganz wenig. Achso, ich geh wieder weg. Brauch ich jetzt hier Bricks oder die Blöcke daraus? Ach, das falsche Album. Du brauchst die Blöcke aus den Bricks. Also immer 9 Stück, ne? 4 pro Stück. Achso, okay. Jetzt habe ich noch ein Buch gekriegt. Mighty Smelting.